Hallihallo, liebe Freunde. Ich werde versuchen, ab heute, sagen wir nicht täglich, aber jeden zweiten Tag ein Pflanzenvlog, beziehungsweise mein Lebensvlog, was ich am Tag so mache, was ich mit meinen Pflanzen mache, die ich immer so vor meinen Augen sehe. So werden Sie ein bisschen von meinem Leben sehen, wahrscheinlich Positives und Negatives, aber das ist, denke ich, ganz normal. Aber Sie sehen, wie sie sich meine Pflanzen heute an die Sonne erfreuen. Ich habe die Heizung ein bisschen angelassen, das war eh alles okay. Jetzt ist eh alles ausgeschaltet. Natürlich, Inflation muss man sparen, aber man kann auch wieder nicht im Kalten sitzen. Meine Karate ist irgendwie, was ich immer vergesse und worüber ich immer sprechen möchte, ist die Mond. Es sind die Mondphasen, beziehungsweise neues Mond, Vollmond und so und so. Ich habe bemerkt aber, dass es sich nach dem Vollmond die Pflanzen irgendwie komisch benehmen. Es merkt man sofort, vielleicht Leute verfolgen das nicht, aber die, die das verfolgen oder verfolgen möchten, kann man sich kostenlos irgendwelche App herunterladen und man sieht es genau, man weiß es genau im Voraus, wann ist die Vollmond, wann ist der neue Mond, dann werden Sie sehen, da haben Sie ein Feld für die Pflanzen. Das werde ich einmal hier zum Beispiel posten, um zu sehen, wie das ausschaut. Und ich habe beziehungsweise nicht bekommen einen Rat, aber einen Rat erfahren, da man am besten die Pflanzen gießt mit den Mondphasen. Aber das habe ich leider nie geschafft, habe ich probiert. Aber irgendwie war ich nicht da, wie soll man sagen, ich war nicht, ich hatte nicht dran geblieben und einfach habe ich nicht das gemacht. Aber was ich gesehen habe, Beispiel, ich zeige jetzt diese Pflanze speziell. Sie hat sich noch, ich denke, was war jetzt? Kann ich mich jetzt nicht erinnern, genau. Das war Neumond oder war das vielleicht ein bisschen dunkler? Vielleicht ich schalte Licht ein, vielleicht ist das besser. Nein, die falsche Licht? Ja, dieses schauen wir mal aus, ob man dann besser. Sie hat sich Beispiel nach diesem Umstellung, Vollmond, Neumond, total verändert. Ja, sie ist jetzt ist ihr Tageslicht und die Blätter sind nach unten. Sie sehen, die Blätter sind immer nach unten. Die untere auch. Ja, aber sie hat sich einfach nach diesem Mond verändert. Irgendwie die zwei Blätter, die kommen jetzt nur so ein bisschen und die waren ganz oben, als etwas ihr gefehlt hat. Und ich habe mir gedacht, okay, vielleicht muss man sie gießen. Ich habe sie Wasser gegossen. Bisschen hat sie sich erholt. Okay, die Kamera spinnt heute aber total. Okay, sieht man jetzt besser, ja. Ich weiß nicht. Die hier in die Kamera irgendwie nur beim Tageslicht draußen macht super Bilder, aber so privat zu Hause mit komischem Licht ist das schwierig. Und sage ich, ich habe sie gegossen. Ich habe gedacht, okay, Sie werden sehen, in diesen Mondkalendern sehen Sie, wann die abnehmende Mond ist, dann werden die Pflanzen trockener, ja, weil die Wasser, das entzieht die Wasser, ja, und wann ist zunehmender Mond? Dann ist zu viel Wasser in den Top-Beispiel. Natürlich können Sie sich damit auch beschäftigen, wenn Sie noch etwas extra fahren möchten. Aber persönlich muss ich sagen, ich glaube in den Mond und diese Mondphasen, die beeinflussen einfach nicht nur uns, die Tiere, die Meer, die Wasser, die Luft. Es wird alles beeinflusst. Naja. Sie kennen jetzt aus anderem Video meine Krokata. Na, das ist das gleiche Problem. Sehen wir jetzt hier besser. Die Blatt kommt raus. Schauen wir mal, zoomen versuchen. Vielleicht so, vielleicht deswegen habe ich dieses Problem. So, okay, jetzt kann ich ein bisschen vergrößern. Sehen wir jetzt, sehen Sie diese dunklere Teil. Die Blatt ist noch nicht geöffnet, aber er verfolgt schon. Aber da hier sehen Sie, da sind die Blätter alle tot, ja? Natürlich, das bedeutet, die Umtopfen hat es nicht geholfen. Das habe ich auch gedacht, das habe ich mir auch gedacht, deswegen habe ich mit ihr nichts gemacht, weil ich gewusst habe, es handelt sich nicht um die falschen Erde oder zu viel Wasser. Es ist ein genetisches Problem, beziehungsweise sie kann sich nicht
Aber jetzt ist das zweite Jahr vielleicht. Sie kann sich nicht an die Bedingungen, die ich zu Hause habe, anpassen. Etwas ist einfach nicht in Ordnung. Sie kann irgendwie, sie versucht, sie hat ein ganzes Jahr versucht, sie hat jetzt sogar mehrere Blätter gehabt, aber dann wieder, sehen Sie, das ist Amen für alle Toten, ne? Stattdessen sehen Sie jetzt einen Unterschied. Jetzt sehen Sie Beispiel Medaillon, trotz die weniger Licht, wahrscheinlich jetzt unter dem Stress, versucht so viele neue Blätter wie möglich rauszubringen, um Licht zu empfangen. Das ist jetzt praktisch eine Schutztechnik, die versucht. Immer wieder, jetzt sehen Sie, das ist wirklich wunderschön anzuschauen. Hier auch, hier wirklich schön. Versucht sich jetzt mit mehreren Blättern mehr Licht anzuziehen. Ja, das ist jetzt diese Stresssituation, weil normalerweise sollte sie irgendwie schlafen gehen und nicht jetzt so viele Blätter produzieren. Es ist kein Frühling, es ist kein Sommer. Vielleicht ist es liegt ein bisschen an Heizung. So, ich simuliere eine wärmere Jahreszeit. Und das ist vielleicht das, was ist das Problem. Aber ich muss heizen. Und zweitens, sie mögen es nicht kalt. Und da beim Fenster kann 18 Grad und niedriger sein. Und jetzt ist beim Fenster, wir sehen 20, 50. Ja, optimal. Ja, es ist optimale Temperatur, deswegen die Resultat ist das. Da habe ich beim anderen vielleicht. Na, die andere noch nicht. Noch nicht. Die zweite Exemplar von meiner Lieblingskalater hier. Versucht, sieht man jetzt vielleicht, versucht das Gleiche. Sehen Sie jetzt? Vielleicht, ich hoffe, ich mache ihn nicht kaputt. So, sehen Sie? Jetzt auch wegen dieser Temperatur, die hier herrscht, die Pflanze produziert neue Blätter. Das ist aber nicht mein Ziel, würde ich das nicht wollen, weil sie bis zum Frühling dann die Top wird kleiner, dann habe ich ein Problem und dann wird sie gelbe Blätter bekommen, weil sie wenig Erde hat und zu viel Wasser und das ist nicht das, was ich mir wünsche. Ornata macht das Gleiche. Das ist er. Sehen Sie, er ragt. Er ist perfekt. Er hat keinen Fehler. Die Blätter haben sich sehr schön erholt, ohne irgendwelche Fehler. Das ist die letzte fehlerhafte Blatt. Die war als Diagnose da und die wird nicht abgeschnitten. So kann man immer vergleichen. Sehen Sie die frischen neuen Blätter. Sie sehen jetzt die neuen Blatt. Sehr schön. Schauen Sie diese wunderschöne neue Blatt. Ja, das ist das Resultat von diesen Temperaturen. Etwas mit meiner Lieblings Variwitzi, wie sie heißt, das ist unwichtig. Oder zu heiß, zu kalt, oder Zugluft, weil ich Beispiel hier in das Schlafzimmer ein Fenster aufmache und dann mache ich die Fenster hier auf dem Balkon, so dass ich brauche diese ständige Zugluft, um die Zimmer einfach zu lüften. Man muss lüften, alles andere es geht nicht. Man muss lüften, nicht einmal in der Tag, sondern mehrmals am Tag. Das mache ich normalerweise in der Früh, sofort und dann wieder vor dem Schlafen und sonst. Was die schönen Stück betrifft, sie gedeiht prächtig. Aber wir können sehen, ah, da ist einer, schauen Sie, er ragt schon. Das ist noch einer hier, ja? Ihr fehlt wirklich, wirklich nichts. Was nicht so gut geht, ist die Lemon Lime. Jetzt sehen Sie von hier schon die gelben Blätter, die habe ich schon heute in der Früh gesehen, ja, und habe ich mich angeschaut, was das ist. Ist das oben zu kalt, habe ich viel Wasser reingetan und die zeigt mir jetzt die gelbe Blätter. Erstes Mal muss ich sagen. Erstes Mal, da ist da die neueste, die rauskommt. Es muss umgetopft werden. Und ich denke, ich werde das machen müssen.
Es geht nicht anders. Die Topf ist zu klein, die Wurzel kommen schon raus. Die Wasser war die Ursache jetzt von diesen gelben Blättern. Sehen Sie? Man wacht eines Morgens in der Früh und geht vorbei und sieht auf einmal die gelben Blätter, die gestern nicht da waren. Ja? Merkt man, da ist noch einer. Sehen Sie? Ich denke, das liegt an Temperatur und es liegt an Ursache, dass die Licht weniger wird. Diese Palme, wie heißt sie? Yucca-Palme geht es super. Wirklich, die hat sie. Normalerweise habe ich nicht so viel Glück mit der Palme, aber diese habe ich beim Penny gekauft und sie hat sich praktisch verdoppelt und schaut wunderschön aus und hat mir nie bis jetzt noch nie einen gelben Blatt gegeben. So, ich bin ehrlich, so, aber sehen Sie. Die Temperatur, er liegt an der Temperatur hier. Vielleicht ich bewege jetzt diesen Topf. Ist etwas wärmer, schauen Sie. Etwas feuchter und etwas wärmer. Und wenn ich Ihnen jetzt zeige, hier sind die Pflanzen alle, die keine gelben Blätter haben. Offensichtlich ist denen hier die Temperatur, auch sehen Sie, die Sabrina hat sich total erholt vom Unterwässerung, ne? Und sie lebt, kein Problem. Es liegt, ja, das ist die einzige Problem beim Pflanzen und beim Calathea spezifisch. Das sehen Sie, das ist wieder eine Diagnoseblatt, die da bleiben wird. So, da kann man vergleichen, wenn das neue Blatt kommt, ob er so auch so wird. Wann ist nur die eine, dann ist die Prozess, die vorher wegen der Feuchtigkeit da war, nicht mehr vorhanden. Also diese Problem haben wir gelöst und die Pflanze hat sofort aufgehört, das zu tun und hat sogar die Blatt, die gelb war, einfach hat damit aufgehört. Ja, die Prozess haben wir gestoppt und die Pflanze sieht jetzt so aus, schon so. Jetzt kann man ganz genau erkennen, dass sie schön leuchtet. Alocasia auch, sie hat eine komische, vielleicht sehen wir eine komische Form angenommen, in das alles auf die eine Seite geht und dann geht einer, zweiter, dritter, so haben sie sich Blätter praktisch, dann die nächste Blatt, die da ist, und dann die wieder wird höher. Sie kommt so irgendwie stufenmäßig nach oben. Das habe ich erst mal gesehen. Aber sehen Sie, die hier sind die Pflanzen ganz gesund. Die Alocasia produziert, hat auch die Blatt produziert. Es liegt einfach an Temperatur. Dann hier sehen Sie, es ragt jetzt aus dem Erde. Es praktisch kommt die zweite Pflanze aus dieser Pflanze, ja? Und ich habe sie absichtlich so umgedreht, sehen Sie, die Blätter weg vom Fenster, so dass ich mehr Licht auf diese neue Pflanze setzen kann. Die Blätter werden sie sich schon von alleine zwingend in die Richtung vom Licht drehen müssen. Die zweite Reihe, vielleicht zeige ich das. Das sind einige Pflanzen, die ich aus meinem Urlaub in Ägypten gebracht habe. Die zwei sind hier praktisch überlebt. Die zwei hier sind ganz abgetrocknet. Aber trotzdem lasse ich sie so, weil sie haben die Wurzel da drinnen. Es bedeutet nicht, dass die Pflanze tot ist, wenn die Blätter weg sind. Ja, das bedeutet, es gab einen Grund, wieso alle Blätter weg sind. Aber die Wurzel da, der Herz in der Erde ist noch immer da, ja. Und es besteht immer Möglichkeit, dass aus diesen Wurzeln einfach neue Blätter rauskommen. Das ist so. Man muss sterben, um neu geboren zu werden. Sehen Sie, das ist ganz, ganz, meine selbstverständlich. Und die zwei haben überlebt. Die Pflanze, weiß nicht, wie man sie genau nennt. Habe ich auf der Straße gefunden, ist hoppala, ist von der Nachbar runtergefallen. Sie braucht auch einen neuen Topf. Sehen Sie jetzt? Sehen Sie, die Wurzel ist schon raus. Ja, das ist das Problem, die ich jetzt habe, dass es warm ist und die Pflanze versucht ganze Zeit aus diesem falschen, das muss ich alles schmeißen weg. Sehen Sie? Die sind jetzt alleine abgefallen. Schmeiße ich das weg. Sehen Sie, wie das ausschaut. Ja, wieso? Weil keine Erde da drin ist. Die Nahrungsmittel, die die Pflanze braucht, sind weg.
Ja, und deswegen sie kann die Blätter nicht ernähren, sie werden gelb und abfallen. Und das ist das Problem, die ich jetzt habe. Sogar noch die zwei dritten Medaillen, dass es bei mir irgendwie vielleicht zu warm ist und ich damit einen falschen Eindruck erwecke bei meinen Pflanzen, dass. Ja, wo ist er? Vielleicht sehen wir sie. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Also sehen Sie, der kommt da. Der kommt da neu. Das ist der falsche Eindruck, den meine Pflanze jetzt leider bekommen haben. Und es braucht nicht so viel. Man schaut so sich einmal am Tag oder zweimal am Tag nur so am vorbei und schaut sich, was da los ist. Die Alocasia hat mir irgendwelche übermäßig große Blätter rausgebracht und sieht wirklich super, es fehlt ihr nicht. Die Ornata Mutterpflanze, ich denke, macht das Gleiche. Sehen Sie, die Blatt ist da, die Temperatur 21, 21, 9, sagen wir 21, ist schon optimal für die Calathea. Aber das ist das falsche Eindruck, die Pflanze bekommen, dass bei uns jetzt Frühling oder Frühsommer herrscht. Das ist aber nicht das Fall. Und dann, wenn einmal in der Nacht kalt ist und Temperatur fällt, die Pflanze bekommt dann einen Schock, weil sie denkt, okay, die ganze Zeit habe ich so super Temperaturen. Auf einmal verkühle mich, so wie Menschen. Sie verkühlt sie, sie schmeißt die gelben Blätter und bla 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 bla. Das ist praktisch das, was sie tut. Aber sehen wir noch einmal die gelben Blätter. Sehen Sie? Sehen Sie? Da. Da. Man weiß schon, etwas ist nicht in Ordnung. Aber man weiß auch, dass die Pflanze überleben wird. Sie hat zu viele Blätter. Es dauert so lange, bis die alle Blätter tot sind oder gelb sind. Aber wir haben die ersten Signale, die uns sagen, okay, willst du was unternehmen oder willst du was nicht unternehmen? Und ehrlich gesagt, habe ich keine Lust. Habe ich keine Lust. Aber ich denke, ich bin gezwungen. Vielleicht kann man sie auch so ein bisschen. Sieht man das besser, ja? Unterschied. Jetzt hier. Sieht man sofort optisch, man merkt die Unterschied. Ohne dass man gelbe Blätter jetzt braucht, man merkt die Unterschied. Okay, hier ist so und hier ist so, ja. Etwas ist nicht optimal. Eher suboptimal als optimal. Und meine Krokata stirbt, während sie. Ach. Ich liebe sie, aber irgendwie, das ist das Problem, da habe ich von vielen Leuten gehört, dass sie immer mit den Lieblingspflanzen Probleme haben und ich weiß nicht, wieso das ist, aber irgendwie, es ist so. Die zweite Exemplar von der Lemon Lime ist in diesem ganz kleinen Topf, die auch einen neuen großen Topf braucht, aber bis jetzt schaut sie gut aus. Das ist das einzige Blatt. Ja, der wird auch etwas gelber, natürlich. Das bedeutet, etwas ist mit Pflanzen nicht ganz, sehen wir die neuen, nicht ganz optimal. Ja, und man muss immer so mal sagen, man muss das akzeptieren, man kann sie nicht jetzt umbringen deswegen, sondern versuchen, die bestmögliche Bedingungen für die Pflanzen herzustellen. Beispiel hier sehen wir, sehen Sie das? Ja, noch einmal, ich mache absichtlich die Videos oder beziehungsweise lasse ich die pure Realität sehen, weil alles, was Sie sehen in anderen Videos, die so gut inszeniert sind, ist die nicht die echte Realität. Deswegen, Leute, schauen Sie sich die Videos über die Pflanzen, recherchieren so und so. Wenn es so einfach wäre, wir werden alles so wunderhübsche Pflanzen haben, die da dort ausgestellt. Sehen Sie, was bedeutet das? Sie ist tot. Sehen Sie sie das? Tot, trocken. Hier sehen wir Kondensation. Das bedeutet, was ist passiert? Sehen Sie die Heizung? Sie war gegossen. Die Wasser, die Rest in der Topf, hier in diesem Topf war, ist durch diese Erwärmung hier zu Kondensation gekommen. Und dass man hier so knapp aufeinander ist, konnte sie sich nicht lüften und produziert diese, sehen Sie, Kondensation.
Deswegen kann man nur so einfach umdrehen. Umdrehen den Topf. Oben lassen. Und in einem Tag ist das schon weg. Aber sehen Sie, sie muss gegossen werden. Und das ist jetzt die erste Einzeichen. Das ist die Blätter, sehen Sie. Einrollen. Wenn Sie mir sagen wollen, naja, weißt du, wir sind trocken, die Pflanze hat sie praktisch geschlossen, sie versucht so viel Feuchtigkeit wie möglich zu halten, da ist die Heizung, ich habe diesen paar Tagen etwas mehr geheizt und sofort sehen wir den Unterschied. Sehen Sie die Blatt, wie er jetzt aussieht, ja. Okay, wir bringen jetzt den Topf. Ja, ein bisschen ist bei mir heute zu Hause Unordnung, wenn Sie etwas im Video sehen, dann, ja, so ist das. Das ist reales Leben. Normalerweise mag ich es schön haben. Jetzt wieder ja die Wasserzugabe. Wir werden hier gießen. Natürlich lauwarm. Ah, und das ist ungefähr so. Sehen Sie? In diesen Übertopf mache ich das. So, die Kamera spinnt. Einfach lege ich sie hin. Ich lege sie einfach hin. Es wird sie wieder zur Kondensation kommen, aber das weiß ich schon, dass dieses Problem auftritt und dann tue ich sie regelmäßig aus dem Topf rausnehmen, dass sie sich einfach luften kann und abtrocknen. Und jetzt sehen Sie, der Prozess ist einfach, die Wasser ist drinnen, wir legen die Topf hinein und das war's. Ja, das war's. Das ist das Einfachste. Und Temperatur passt, die Wassertemperatur war auch lauwarm, so ungefähr alles. Auf einen. So, was können wir noch heute so sagen? Nein, heute ist ein Montag und irgendwie habe ich keine Lust an gar nichts. Okay, ein bisschen die Kamera schwenkt. Ja. Vielleicht schauen wir uns draußen, was es so gibt. Da sehen Sie, die Blätter sind ganz weg. Okay, meine Kamera irgendwie. Okay, sehen wir jetzt besser? Ja. Normalerweise sehen Sie jetzt den Balkon, da werden meine Pflanzen, ganzen Calathea, fast alle, ganzen ab vielleicht Mai Monat bis zum Oktober, November sitzen und da mögen sie es so gerne, wirklich, die genießen es hier und ich habe nicht gewusst, dass die Calatheas so draußen zu sein, so sehr mögen. Da drüben ist eine Schule, es ist Montag, ist ein Schultag, ja. Nichts Spezielles. Nein. Eher düster. Depression kommt, ist schon da. So ist das in den Städten, würde ich sagen. Ich schalte kurz die Licht, die Fernseher läuft, die Müll ist auch da. Unordnung läuft mir nicht weg. Ist ja nicht ausschalten. Und naja. Wir sind jetzt kurz im Badezimmer und reden wir noch kurz. Und da wollte ich Ihnen zeigen, diese Exemplar, die da oben sehen Sie, auf dem Badezimmerfenster sitzt und wirklich sitzt. Es war wirklich kalt einige Nächte und ich habe trotzdem die Fenster offen gelassen und sie wirklich. Sie hat diese, sie gilt schon als die einfachste und wirklich ist die einfachste, aber es kann passieren, dass sie ihnen Probleme gibt. Auf jeden Fall, es kann passieren, ja. Sie ist auch nicht so, wie man es denkt, alles wird in Ordnung. Es kann passieren. Sie hatte auch Zeit gebraucht, bis sie sich angepasst hat. Zuerst war sie in der Wohnzimmer, jetzt sitzt sie in der Badezimmer und offensichtlich in der Badezimmer fühlt sie sich wohler. Es ist nicht wegen der Dusche und ich halte die Fenster offen, auch wenn ich mich dusche. Und ich dusche mich nicht jede 5 Minuten, jeden Tag schon, aber nicht für 2 Stunden. Einfach die Klima, die Luft, die sie ständig hat, einfach. Und sie sitzt da alleine, sie hat nicht eine Gruppe, die hat keine Gruppe, die sie jetzt schützen könnte oder sie etwas profitieren könnte von den anderen Pflanzen. Na, sie sitzt da alleine und einfach sehen Sie, diese 3 Tentakel nach oben hat sie rausgeschmissen, um die höher
an die Sonne zu kommen. Sonst sind die Blätter, sehen sie sehr schön. Sehr. Da ist der eine einzige letzte Blatt, die etwas, so sag mal, krumm war. Sehen wir vielleicht, hat sie was Neues da drinnen. Schau mich nach. Nein, die neue hat sie nicht. Sehe ich mindestens gar nichts. Nein, ich sehe nicht. Vielleicht hier, aber warte mal. Ich habe sie gestern gegossen und sehen Sie, die Würze kommt raus. Die kann ich schon sogar. Oh, sie ist sehr nass. Sie hat sich so viel angesaugt, sehen Sie. Und fang schon zum Schimmeln. Wegen den Kälte. Und dann habe ich diese paar Tage die Fenster zugemacht über der Nacht, weil die Temperatur fällt. Und wenn die Temperatur fällt und sie schon frisch gegossen ist, das ist überhaupt nicht gut. Dann schließe ich in der Nacht die Fenster und dann schütze ich sie vom Kälte, von jeglicher möglichen Erkrankung, die sie durch feuchte Erde bekommen kann. Weil das ist das Problem, die feuchte Erde ist. Es ist Hauptproblem, die feuchte Erde. Zu viel Wasser, zu wenig Wasser, nass, zu heiß. Man muss irgendwie das nachdenken, okay, wenn ich zu hohe Temperatur habe und selten gieße, natürlich werden die Pflanzen austrocknen. Okay, wenn ich eine höhere Temperatur habe, soll ich öfter gießen. Ja, man sollte trotzdem nicht gießen. Man sollte nicht gießen, bis die Pflanze nicht ganz ausgetrocknet ist. Es muss die Erde, ich habe Ihnen schon in vorigen Videos gezeigt, die Erde muss sich von dem Topf lösen. Ja, und nicht so schwarz auch schon. Jetzt, solange so die Pflanze so ausschaut, schwarz, sie wird nicht mehr gegossen. Und wenn das 3 Wochen sind und wenn das 1 Monat ist, es wird nicht mehr gegossen. Man sollte nicht immer diese Zeit im Kopf haben, aha, wann habe ich gegossen. Nein, schau mal sich hin. Man braucht sich nicht erinnern, wann man gegossen hat. Man muss nur anschauen, die Erde schwarz, wozu soll ich jetzt gießen? Egal, dass ich 3 Wochen nicht gegossen habe, die Erde ist noch immer feucht, sie braucht gar nichts. Und solange sich die Erde nicht von dem Topf hier, Sie wissen, dieses spezielle Rand, ja? Bis sie sich die Erde nicht, okay, ich habe ein Feuerzeug in der Hand, bis sie sich die Erde nicht gelöst hat vom Topf, nicht gießen. Sie stirbt nicht. Sie wird nicht sterben. Sie brauchen nicht mehr gießen. Natürlich deswegen, man braucht sich jetzt nicht die Zeit zu merken, wann man gegossen ist, welcher Tag war das oder sonst. Einfach die Pflanze anschauen, sehen Sie, Sie sehen ihren Zustand, wozu soll man gießen? Und wenn wir jetzt die Erde nicht sehen würden, wir sehen den Zustand von den Blättern. Und Blätter stehen alle gerade. Es gibt keine verbeugte Blatt oder sonstiges. Und wenn wir nur die Blätter anschauen würden, Beispiel eine Ferndiagnose, man könnte sagen, okay, die Pflanze braucht gar nichts. Ich brauche nicht die Erde jetzt zu sehen. Ich brauche nicht wissen, ob du die gegossen hast oder nicht. Ich kann nur die Blätter anschauen und sagen, sie ist okay, sie braucht gar nichts. Sie braucht einfach nichts. Sie braucht keine neue Erde, sie braucht nicht umtopfen, sie braucht nicht Wasser, sie braucht nicht bessere Temperatur, sie braucht nicht mehr Luft. Alles wie es ist, ist okay. Das ist eine Ferndiagnose, ohne jetzt Finger in den Topf zu stecken, wie da häufige Hilfe ist. Man schaut sie, nur das ist so wie bei Menschen, wenn sie sehen Gesicht eines Menschen, sie sehen in diesem Gesicht, ob er gesund ist, glücklich ist oder traurig und krank. Das merkt man sofort, man muss jetzt nicht die Befunde von dem Mann lesen, man sieht es sofort. So ist beim Pflanzen und das ist diese das spezielle Kommunikation. Sie kommuniziert ständig, jede Sekunde mit Ihnen, indem Sie sie anschauen und sie hat Ihnen schon gesagt, ich bin okay, alles ist in Ordnung. Und ich sage, okay, passt schon, du hast deine Ruhe. Und sie sitzt dann auf seinem Platz. Bringen wir sie wieder hin. Ich habe das öfter gezeigt, ich zeige es wieder. Das ist das, sie mögen es einfach. Am frischen Luft
zu sein. Das ist das, was sie mögen. Jetzt werde ich mich eine türkische Kaffee kochen. Bisschen so zu entspannen. Ich weiß nicht, kurz, ja. Passt. Bisschen mich zu entspannen. Wissen Sie, jetzt ist die Depression-Jahreszeit, würde ich so sagen. Ich habe bemerkt, vielen Leuten geht es nicht gut. Mir geht es jetzt Gott sei Dank gut. Bei mir hat angefangen, wenn ich vom Urlaub zurück war. Anfang September, Oktober bis vielleicht Mitte November hatte ich wirklich eine Down-Phase. Und ich bin durch diese Phase schon gegangen und jetzt geht's mir gut. So, ich bekomme jetzt die Rückmeldung von den anderen Leuten, dass sie sich nicht gut fühlen, dass sie schwindelig sind oder haben sehr niedrige Blutdruck oder Zuckerwerte und so weiter. Deswegen sage ich immer, dass die allgemeine Mond, Wetter und Atmosphäre einfach auf alle einen Einfluss haben, wie auf die Pflanzen. So habe ich das auch wirklich bemerkt, dass die Pflanze sich auch selbst auf einmal verändert. Sie sich, und das geschieht innerhalb eines Tages. Die Reaktion auf irgendwas ist einfach zu schnell. Das ist praktisch eine Instant-Reaktion. Und jetzt sage ich, durch diese Depression bin ich weg. Versuche ein bisschen mit Kilos zurechtzukommen. Ich habe zuerst wirklich über 3 Monate, 4 Monate geschafft, wirklich zuckerfrei zu leben. Dann war ich in der Urlaub, dann habe ich dort alles vermasselt. Dann, wenn ich nach Hause zurückgekommen bin, dann hatte ich eine Hölle aus dieser Mischung, aus dieser Depression und Essenwahn. Dann habe ich sicher 8 Kilo innerhalb ein paar Monate bekommen. Dann irgendwo habe ich mich jetzt, kann ich mich auf die 72 Kilo halten. Und würde ich am liebsten nur diese 2 Kilo runter. Was ich aber bemerkt habe, jedes Mal, weil ich abgenommen habe, habe ich ganze Haare verloren fast. Mir haben fast die ganze Haare abgefallen. Das war wirklich für mich erstes Mal nach so langer Zeit. Ich habe abgenommen sicher über, ich hatte 81 Kilo, wenn ich angefangen habe. Dann habe ich mich auf die 65 runtergebracht. Und ich hatte meinen Körper, aber ich hatte fast eine Glatze. Und erst jetzt, die Haare wachsen mir wieder nach. So, gerade kümmere ich mich um meine Pflanzen und meine Haare. So, deswegen würde ich mich jetzt wieder nicht mehr runterhungern, beziehungsweise würde versuchen, dieses Gewicht zu halten. Vielleicht diese 2 Kilo loszuwerden, dass ich auf die 70 irgendwie so normal bleibe und irgendwie Essen im Griff habe und nicht meine Haare verliere. Weil das ist, wenn du mir gibst etwas und dann dafür nimmst du mir eine Hand, dann brauche ich es einfach nicht. Ne? Das ist auch nicht der Sinn der Sache. Aber offensichtlich, die Körper, so wie die Pflanzen, reagiert auf diesen Stress und beim Pflanzen sind das Blätter und bei uns Leuten sind das Haare. Jetzt ist fast fertig. Kocht sehr schnell. So. So wie bei uns Menschen sind das Haare und die fallen uns ab. Hoppala, 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 hoppala. Das war knapp. Und das ist das Reaktion. Sehen Sie, das bedeutet auch beim Pflanzen. Aber Gott sei Dank, dass alles wächst nach und dieses Problem kann man auch lösen. Und ich habe jetzt gesehen, meine Haare wachsen mir eh nach, kommen mir die neuen Haare einfach und deswegen will ich mich nicht jetzt mit hungern, sondern einfach weniger Zucker essen, selten essen, etwas was Süßes ist und so und auf die Essen achten. Ein türkischer Kaffee ist immer gut. So hat sie ein komisches Zeichen da drinnen. Ich würde sagen, immer wenn sie vielleicht, sollten sie mindestens einmal pro Tag diese türkische Kaffee, echte Kaffee trinken.
sie ist gut für das Herz, Blutdruck, Zucker, alles mögliche, Kopfschmerzen und so weiter. Gib mal ein paar Tropfen Zitrone da hinein und für die Kopfschmerzen ist sie wirklich ein wunderbares Mittel. So, alles diese, sehen Sie, diese natürlichen Sachen im Leben sind viel besser als etwas Industrielles. So, so viel für heute. Ich hoffe, Sie haben diese Video genossen. Bitte, Sie können mir ruhig die Fragen stellen oder sagen, welche Themen interessiert Sie. Ich bin für alles offen. Ich möchte meinen Kanal ein bisschen erweitern und über andere Sachen auch reden. Vielleicht einen Blog machen, weiß ich auch nicht jetzt genau. Bin schon im Überlegen und ich würde Sie gerne dabei haben, beziehungsweise schon am Anfang, so werden Sie besser oder mehr über mich wissen und die anderen Sachen und können Sie mich vom Anfang an verfolgen und diese Reise zusammen mit mir machen. So, jedes Mal, wenn Sie Freizeit haben oder sonstiges, bitte schauen Sie sich meinen Kanal, entspannen Sie sich mit einem Kaffee. Da habe ich ein bisschen geschrieben gestern, um mich auf eine kreative Ideen zu bringen, aber irgendwie diese kreative Stich habe ich im Moment nicht. Er ist entspannter, da schaue ich mir die Nachrichten an, meine, sehen Sie, so wie immer, Depression um Ukraine, Krieg und so, meine ich nichts, woran man sich erfreuen kann, so man ist von der Atmosphäre und von der natürlich diese Fernseher ständig mit irgendwelchen Depressionen bombardiert. So das Leben in der Stadt macht es wirklich grauslich über diese Wintermonate. Ich denke, das ist nicht nur bei uns. Ich denke, das ist in allen europäischen Städten während den Winterzeiten und so, dass diese Depression einfach da ist. Von allen Seiten sind sie mit negativen Sachen praktisch bombardieren. Was hat Ukraine ganze Zeit, Ukraine. Die ganze Zeit sind wir jetzt mit irgendwelchen Krieg belastet, mit Inflation, mit weniger finanziellen Mitteln, mit hohen Rechnungen. Ich habe Schock bekommen. Ich habe mir gedacht, ich komme vom Urlaub nicht wieder zurück. Und ich habe meinem Postträger gesagt, er sollte, wenn er die Post bringt, wenn er sieht, dass die Rechnung über 100 Euro ist, automatisch diesen Brief zurückzuschicken. Ja, und der sagt, ja, das werde ich machen, sage ich, es ist gesundheitsschädlich, die Rechnung über 100 Euro zu bekommen, weil ich kann Herzinfarkt bekommen, wenn ich die Rechnung bekomme. Es ist gefährlich für meine Gesundheit. Wissen Sie, ich kann die Wiener Energie oder Wiener Wohnen da, nachher verklagen, dass sie mir durch diese hohe Rechnung einen Herzinfarkt verpasst haben. Und wenn ich die Kofferte nicht geöffnet habe, könnte mich nicht schockieren. So, es liegt an denen. So ein bisschen Spaß mit der Postträger gemacht und erwarte die Fernwärmerechnung und die kommt irgendwie noch nicht und das ist der letzte Schlag, die ich noch zu erleben habe und ich habe beim Brief meines Sohnes, den er bekommen hat, zuerst ein Amen ausgesprochen und ich gedacht, jetzt was ich aufmache, war ich gerade in Aufzug, falle ich runter oder kann ich noch stehen. Und ja, habe ich irgendwie, sag mal, überlebt, schockiert war ich danach, aber so, okay, die Bild ist nicht das Beste. Deswegen habe ich meine türkische Kaffee gemacht, in Hoffnung, dass mir das ein bisschen Optimismus bringt, beziehungsweise nicht Optimismus, einfach ein Kraft, um das alles zu ertragen. Ich denke, sie müssen das auch das Gleiche, die Haushalt, die Rechnungen, die finanzielle Lage und so, man kann sie nicht mehr einschränken, man ist schon eingeschränkt genug, man kann sie nicht mehr einschränken. Die letzte Einschränkung wäre, ganz auf Essen zu verzichten, auf alles zu verzichten und ich sehe da nicht einen Sinn des Lebens. Na, sehen Sie, da sehen wir auch eine Frau, würde ich sagen, er sitzt so irgendwie alleine da. Kann sein auch, dass er etwas in den Händen trägt, aber ich würde sagen, er sitzt sie so am Boden mit nach vorne gestreckten Beinen und so
sitzt sie einfach, ja. Da alleine in diesem Universum, vielleicht, wenn ich die Tasse ein bisschen so drehe. Ja, etwas hat sie ja auf den Kopf, würde ich sagen. Es ist kein Tier, es ist auf jeden Fall ein Mensch, kein Tier. Und er hat etwas auf den Kopf und sitzt so, sehen Sie, in diesen Positionen. Da kann man deutlich sehen, wie diese Figur sitzt, ja, mit nach vorne gestreckten Beinen. Deswegen sieht man nur eine Bein, beide Beine sind eine zueinander. So sehen wir ganz ruhig, wie eine Person irgendwo in der Ferne schaut und so alleine da sitzt. Ich würde sagen, er beobachtet irgendwas. Er schaut mit irgendwie entspannter. In diese Sitzen ist er irgendwie entspannter. So würde ich sagen, sie schaut nicht nur hin, sondern beobachtet oder genießt etwas, was sie aus dem Ferne sieht, oder genießt die einfach die Moment und Dasein. Vielleicht sehen wir, was aus diesem Café sein wird. Naja, so viel für heute. Vielleicht ist dieses Video etwas länger. Aber ich würde noch einmal bitten, alle mich auf diese Reise zu verfolgen, dabei zu sein, einfach seine Kommentare dazulassen, positiv oder negativ, das ist wirklich unwichtig. Jeder hat seine Meinung. Ich habe auch meine Meinung, so kann ich mir gut vorstellen, dass die andere hat eine Meinung. Aber man sollte die Kritik ertragen, beziehungsweise wir sind eh alle Erwachsene. So sehen Sie am Fernseher auch nicht viel besser als irgendwelche Werbungen. So, was macht man in der Stadt in den Wintermonaten? Da frage ich mich immer, dass wirklich ich ertrage sehr, sehr, sehr schwer die Wintermonate in der Stadt. Es ist einfach nicht das Optimale. So, wir sehen uns dann wieder. Sie können mich auf TikTok verfolgen. Dort habe ich verschiedene Videos mit verschiedenen Themas. Bin ich für viele Themen bin ich offen, beziehungsweise ich interessiere mich für viele. So kann ich mich, beziehungsweise ich kann mich über vielen Themen unterhalten. Hier ist mein, sagen wir, wie Sie sagen, Amerikaner Journal, das sind alle verschiedene Rechnungen, Monatsrechnungen, was man bekommt, was man bezahlen muss, was man noch machen muss, welche Termin man hat, welche Probleme man hatte, wie viel Geld hat man noch, wie viel Geld braucht man, was braucht man in der Zukunft und so. Und das ist das, was immer jeden Tag bei mir ist. Und es fällt mir einfach leichter, alles aufzuschreiben und statt in den Kopf nachzudenken. Und wenn ich aufschreibe, dann bleibt es und kann ich es wieder nachlesen, wenn ich es zufällig vergessen habe. Naja, meine Figur sitzt noch immer da. Und das war's für heute, Leute. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bleiben Sie gesund, sorgen Sie sich nicht zu viel, genießen Sie Ihre Pflanzen. Sie sind noch eine Art von Menschen, die auch überleben wollen. Und wir sind da, denen zu helfen, beziehungsweise mit denen einfach zu koexistieren. Und die machen unser Leben schöner, fröhlicher, die Farben. Und so wirklich deswegen Leute überhaupt haben die Pflanzen, wählen die Farben, diese Optik ist sehr bei Menschen sehr wichtig und die Pflanzen geben uns diese Optik, die uns praktisch glücklich macht. So, alles Gute und bis dann. Tschüssi!